Hi, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute ist der 24. August und heute wurde die Longlist des Deutschen Buchpreises 2021 preisgegeben. Und die möchte ich euch heute vorstellen. Ich habe mir also alle 20 Bücher hier notiert und werde euch sagen, welche Bücher interessieren mich, worum geht es in den Büchern und ja, hoffe natürlich, dass dieses Video für euch vielleicht den ein oder anderen Mehrwert hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das Thema Buchpreis überhaupt interessiert oder ob es euch eigentlich total egal ist, welche Bücher nominiert sind, gewinnen und so weiter. Als ganz kurze Information, es gibt so ein kleines graues Heft, das könnt ihr kostenlos in euren Buchhandlungen erwerben. Da sind alle Leseproben drin. Das heißt, von allen 20 Büchern die Leseprobe und ihr könnt in alles reinlesen. Ja, ich habe natürlich auch so ein paar Favoriten, wo ich einfach sage, also rein vom Klappentext spricht mich das Buch schon sehr an. Und genau, ich würde sagen, wir starten direkt mit den Büchern und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, vorab schon mal als Information, ich habe mir alle Klappentexte als Screenshots auf das Handy gemacht. Und zwar könnt ihr euch das alles nochmal auf der Webseite des Deutschen Buchpreises durchlesen, falls ihr da irgendwie mehr Informationen zu haben wollt. Außerdem gibt es da eine kleine Hörprobe für die, die vielleicht eher so Hörbuchfans sind. Ja, des Weiteren habe ich mir hier auf meinen Zettel aufgeschrieben, welche der Bücher ich bereits im Buchhandel oder online irgendwo gesehen habe und welche der Bücher mich denn letztendlich auch interessieren, rein vom Klappentext her. Vorab, keins der 20 Bücher habe ich bisher gelesen, allerdings ist eins davon auf meinem Sub, was ich sehr interessant finde. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem ersten Buch und das ist Mitgift von Henning Ahrens. Ja, dieses Buch habe ich bereits schon mal im Buchhandel irgendwo liegen sehen, hat mich aber jetzt rein von der Optik her nicht angesprochen. Ich blende euch die Bücher hier neben immer ein, dass ihr es sehen könnt und ich lese euch einfach mal vor, worum es geht. August 1962 in der niedersächsischen Provinz. Seit Jahren richtet Gerda Derking die Toten des Dorfes her. Doch dann steht Wilhelm Leeb vor ihrer Tür. Wilhelm, der Gerda vor so vielen Jahren sitzen ließ, um sich die Tochter von Bauer Kruse mit der hohen Mitgift zu sichern. Der als überzeugter Nazi in den Krieg zog und erst nach Jahren der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte. Nun zeichnet sich auf seinem Gesicht ein Schmerz ab, der über das Erträgliche hinausgeht. Gerda ahnt, diese Tragödie sind die Leebs ohne sie nicht gewachsen. Ja, so als ersten Eindruck, finde ich, hört sich das schon interessant an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Buch, da muss ich erst noch in die Leseprobe reinlesen. Aber rein so vom Klappentext interessiert es mich tatsächlich schon so ein bisschen. Das nächste Buch ist Drei Kameradinnen von Sitra Bayzar. Auch dieses Buch habe ich bereits gesehen und ich glaube, das ist ein Buch, das sehr viele von euch schon online irgendwo mal gesehen haben. Das Cover ist doch sehr bekannt und es war, glaube ich, auch mal in irgendeiner Bücherbox, soweit ich mich erinnere. Ja, seit ihrer gemeinsamen Jugend in der Siedlung verbindet die drei Kameradinnen eine tiefe Freundschaft. Nach Jahren treffen sie sich wieder, um an die alten Zeiten anzuknüpfen. Doch egal wo, immer wird deutlich, dass sie nicht abschütteln können, was jetzt so oft ihren Alltag bestimmt. Die Blicke, die Sprüche, Hass und rechter Terror. Was es heißt, aufgrund der eigenen Herkunft ständig in Frage gestellt zu werden, aber auch wie sich Gewalt und Hetze mit Solidarität begegnen lässt, erzählt Sitra Bayzar kompromisslos, anklagend und voller Wucht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Buch, das mich jetzt nicht so interessiert. Aber ja, vielleicht ist es ja was für euch. Also wie gesagt, für mich ist es jetzt nicht unbedingt so ein Buch. Dann haben wir Gänzen oder Betrunken aufräumen von Dietmar Das. Der deutsche Logiker Gerhard Gänzen zählt zu den genialsten seines Fachs. Ein Roman auf der Suche nach der Grundlage seines heutigen Lebens, der schier unendlich scheinenden Rechenleistungen der Computer. Sie ermöglicht Flugbuchungen, die Verteilung von Impfstoffen oder Hilfsgütern, die Steuerung der Atomwaffen, Arsenale oder die detaillierte Abbildung eines Lebens in den sozialen Medien, die es nicht gäbe, wenn Programme nicht die Funktionsweise von Programmen überprüfen könnten. Dass sie das können, hat wiederum mit Gerhard Gänzen zu tun. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich super interessant. Ja, ich weiß nicht, irgendwie catcht mich so gar nicht. Ist nicht mein Thema. Dann haben wir ein Buch, das mich wieder
sehr interessiert, nämlich die Eroberung Amerikas von Franz Sobel. Keine Ahnung. Das Cover finde ich wunderschön, also ist wirklich richtig schön gelungen. Und rein von Titel her könnte man eigentlich meinen, es ist ein Sachbuch. Ferdinand de Soto hatte Pirazzo nach Peru begleitet, den Inka-König Schach und Spanisch beigebracht, dessen Schwester geschwängert und mit dem Sklavenhandel ein Vermögen gemacht. Er war bereits berühmt, als er 1538 eine große Expedition nach Florida startete, die eine einzige Spur der Verwüstung durch den Süden Amerikas zog. Knapp 500 Jahre später klagt ein New Yorker Anwalt im Namen aller indigenen Stämme auf Rückgabe der gesamten USA an die Ureinwohner. Ich finde, es hört sich so krass gut an. Ich bin richtig gespannt auf die Leseprobe. Ich werde mir auch in den nächsten Tagen die Leseprobe in unserer Buchhandlung holen und dementsprechend dann reinlesen. Falls euch das interessiert und ihr sagt, hey, les rein in die Bücher, die dich interessieren und mach nochmal ein Update, kann ich das gerne machen. Beziehungsweise am 21. September wird die Shortlist des Deutschen Buchpreises veröffentlicht, wo nur noch 8 Bücher in der Auswahl stehen. Und falls ihr Interesse daran habt, dass ich in alle 8 reinlese und euch dann mal meine Meinung sage, auch wenn es vielleicht ein Buch ist, das mich gar nicht interessiert, dann schreibt mir das auch super gerne. Dann werde ich dazu nochmal ein Video abdrehen. Dann kommen wir zum nächsten Buch, nämlich Die nicht sterben von Dana Grigorja. Eine junge Bukarester Malerin kehrt an den Ferienort ihrer Kindheit in den rumänischen Karpaten zurück. In der Kleinstadt verbrachte sie bei ihrer burgeoischen Großtante unter Kronleuchtern und auf Perserteppichen die Sommerferien. Eine Insel, auf der die kommunistische Diktatur etwas war, was man verlachen konnte. Inzwischen ist der Kommunismus Vergangenheit. Und B hat seine besten Zeiten hinter sich. Für die Künstlerin ist es eine Rückkehr in eine fremd gewordene Welt, mit der sie nur noch die Fäden ihrer Familiengeschichte verbindet. Auch das ist ein Buch, bei dem ich sage, es catcht mich jetzt rein vom Klappentext nicht so. Aber ich muss sagen, das ist definitiv ein Buch, wo ich mal in die Leseprobe reinlesen werde. Das nächste Buch ist Der versperrte Weg von Georgs Arthur Goldschmidt. Verbunden einerseits durch das gemeinsame Schicksal von Bedrohung, Flucht und Heimatlosigkeit, lebt Georg Arthurs zwischen den Sprachen und mit den Worten, während sein Bruder Erich sich der Resistance anschließt und für die Befreiung von Paris kämpft. Über Jahrzehnte hält der Autor die Erinnerung an den Bruder zurück, bis ein Geburtstagsbrief zum Anlass wird, das Leben von Erich erneut aufsteigen zu lassen. Ein bewegendes literarisches Dokument des Nachfühlens und Nacherzählens eines versperrten Lebensweges. Ja, auch dieses Buch, muss ich sagen, ist jetzt nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. Also, ja, leider nicht ganz so mein Beuteschema. Ja, Buch Nummer 7. Der zweite Jakob von Norbert Gstein. Ja, Jakob ist bekannt als Schauspieler, doch ihn graust es vor dem Kommenden. Da fragt ihn seine Tochter, was ist das Schlimmste, was du je getan hast? Jakob erinnert sich an einen Filmdreh an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Die Morde an Frauen und das Elend dort bekam er bloß distanziert mit. Aber dann war er plötzlich mittendrin in einem unheimlichen Geschehen. Jakob schämt sich, sehnt sich in gleisenden Erinnerungen nach dem Glück und fürchtet seine Vergänglichkeit. Warum ist er kein Original, sondern stets nur der zweite Jakob? Ein Buch, das mich wahnsinnig gefesselt hat, schon im Klappentext. Also finde ich super spannend. Werde ich definitiv in den Klappentext reinlesen, ob es denn auch literarisch so mein Fall ist. Denn gerade bei den Büchern des Deutschen Buchpreises, die sind natürlich sprachlich ein bisschen, ja, ich will nicht gehobener sagen, aber die sind sprachlich schon eben ein bisschen anders als jetzt vielleicht normale Bücher, die man so kauft. Deswegen ist es da, glaube ich, immer ganz sinnvoll, erstmal in den Klappentext reinzulesen. Dann kommt Vater und ich von Dilek Güngör. İpek ist Journalistin. Sie hat das Fragenstellen gelernt, aber gegenüber dem Schweigen zwischen ihr und dem Vater ist sie ohnmächtig. Die Nähe, die Kind und Vater früher verband, ist ihnen mit jedem Jahr ein wenig mehr abhanden gekommen und mit der Nähe die gemeinsame Sprache.
Dilip Güngör beschreibt die Annäherung seiner Tochter an ihren Vater, der als sogenannter Gastarbeiter in den 70er Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam. Ein berühmter und humorvoller Roman über eine Vater-Tochter-Beziehung. Ist nicht so meins. Das nächste Buch habe ich sowohl schon gesehen, als auch interessiert es mich, als auch ist es auf meinem E-Book-Sub, als auch habe ich es mir vor kurzem überlegt, tatsächlich in Original zu kaufen, nämlich Fati von Monika Helfer. Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwesender, ein Witwer, ein Pensionär, ein Literaturliebhaber. Monika Helfer umkreist das Leben ihres Vaters und erzählt von ihrer eigenen Kindheit und Jugend, von dem vielen Platz und der Bibliothek im Kriegsopfer-Erholungsheim in den Bergen, von der Armut und den beengten Lebensverhältnissen in der Südtiroler Siedlung mit den vielen Kindern in einer Küche, von dem, was sie weiß über ihren Vater, der so schweigsam war wie viele Männer dieser Zeit. Finde ich sehr spannend, ist ja auch so ein bisschen autobiografisch angehaucht und irgendwie hat es mich gecatcht. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich gecatcht. Ist auch nicht sonderlich dick, soweit ich das weiß. Kommen wir zum nächsten Buch, auch das interessiert mich sehr. Die Nibelungen von Felicitas Hoppe. Der Stoff ist unschlagbar. Ein Bad in Blut, eine schöne Frau, Gold und ein Mord, der gemeinsam gerecht wird. So klingt das Lied der Nibelungen, die Sage von Siegfried, dem Strahlenden, seinem düsteren Gegenspieler Hagen und der schönen Kriemhild. Aber ist es die wahre Geschichte dieser europäischen Helden, die in Island oder Norwegen beginnt, am Rhein entlang spielt, die Donau runter erzählt wird und schließlich im Schwarzen Meer mündet? Niemand weiß, wie es wirklich war, meint Felicitas Hoppe und erfindet die Wahrheit. Ja, ich muss sagen, ich kenne die Nibelungensaga ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob man sie kennen muss für dieses Buch. Aber ich finde es doch sehr spannend. Wobei ich sagen muss, ich finde die Nibelungensaga oder das Nibelungenlied so, dieses Ganze, ich finde das schon interessant. Ich habe mich nie rangetraut. Vielleicht traue ich mich jetzt mal, wenn ich das Buch gelesen habe. Ja, dann kommen wir zu den Elefanten von Peter Karoshi. Muss ich sagen, Cover wunderschön, interessieren tut's mich leider nicht. Der Kulturwissenschaftler Theo steckt in einem merkwürdigen Schwebezustand fest, als er sich vornimmt, die Beziehung zu seiner Familie zu ändern. Scheinbar in sich selbst verloren und an der Gegenwart verzweifelnd, unternimmt er zusammen mit seinem Sohn eine Reise. Auf der Route, die der spätere Kaiser Wilhelm II. Mit dem Elefanten Soliman vor Jahrhunderten vom Mittelmeer nach Wien unternahm, erkennt er das Leben als Strom aus Erklärungs- und Beobachtungsversuchen und dass man sich erst verlieren muss, wenn man zueinander finden will. Ja, ist irgendwie so eine Selbstfindungsstory, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht. Ich werde mal reinlesen, aber ja, irgendwie so Selbstfindungssachen sind meistens nicht so mein Ding. Dann haben wir Eurotrash von Christian Gracht. Ich glaube, dieses Buch kennen auch sehr viele vom Sehen. Am Beginn steht eine Erinnerung. Vor 25 Jahren irrte im Faserland ein namenloser Ich-Erzähler. War es Christian Gracht? Durch ein von allen Geistern verlassenes Deutschland. Von Sylt bis über die Schweizer Grenze nach Zürich. In Eurotrash geht derselbe Erzähler erneut auf eine Reise. Diesmal nicht nur ins Innere seines Ichs, sondern in die Abgründe der eigenen Familie, deren Geschichte sich auf tragische, komische und bisweilen spektakuläre Weise immer wieder mit der Geschichte seines Landes kreuzt. Ja, auch das ist ein Buch, wo ich sagen muss, ich werde mal in die Leseprobe reinlesen, aber ob es jetzt auch was für mich ist, ich weiß nicht. Irgendwie mal sehen. Dann haben wir Zandorfer Kliniken von Thomas Kunst. Bengt Klaassen sitzt im Auto, sein ganzes Hab und Gut im Kofferraum und das Halsband seiner verstorbenen Hündin auf dem Armaturenbrett. Dort, wo es herunterfällt, will er anhalten und ein neues Leben beginnen. Er landet schließlich in Tschantschow, einem Nest im äußersten Norden. Die Bewohner des Ortes rund um Getränke Wolf folgen einem strengen Wochenplan. Mit den prekären Verhältnissen mitten in der Pampa findet sie sich hier nicht mehr ab. Ihr Tschantschow ist Sansibar, hier kann man arm sein, aber paradiesisch leben, in viel Verrücktheit. Ja, auch das ist nicht ganz so mein Fall. Ja, dann kommen wir zur Besichtigung eines Unglückes von Gerd Loschütz, auch das interessiert mich wieder sehr.
Im Dezember 1939 kommt es vor dem Bahnhof von Genthin zu dem größten Zugunglück, das sich jemals auf deutschem Boden ereignet hat. Zwei Züge prallen in voller Fahrt aufeinander, zahlreiche Menschen sterben. In einem davon sitzt Clara, die schwer verletzt überlebt. Verlobt ist sie mit Richard, einem Juden aus Neuss. Aber er ist nicht ihr Begleiter, sondern der Italiener Giuseppe Bonomo, der durch den Aufprall ums Leben kommt. Und Bonomos Name ist es, den sie nach dem Unglück annimmt. Irgendwie finde ich, hört sich das sehr, sehr schön an und ich glaube, dass es eine sehr, sehr schöne Geschichte sein könnte. Buch Numero, keine Ahnung. Der Himmel vor 100 Jahren von Julia Mafutora. Ein russisches Dorf um das Jahr 1918. Die Revolution hat längst stattgefunden, aber die Bewohner haben von den historischen Ereignissen noch nichts erfahren. Das untergehende Zarenreich ist groß, die Informationen fließen langsam, doch selbst an einem Ort wie diesem steht die Zeit nicht still. Hier treffen sich Ideen und Ideologen, Dorf und Welt, gestern und heute, Humor und Verstand. Eine zeitlose Geschichte und ein herausragendes Debüt. Ja, auch dieses Buch interessiert mich tatsächlich sehr, finde ich unglaublich spannend. Das nächste Buch ist Im Mensch muss alles herrlich sein von Sascha Mariana Salzmann. Was sehen Sie, wenn Sie mit Ihren Sowjetaugen durch die Gardinen in den Hof einer ostdeutschen Stadt schauen? Fragt sich Nina, wenn sie an ihre Mutter Tatjana und ihre Freundin Lena denkt, die Mitte der 90er Jahre die Ukraine verließen, in Jena strandeten und dort noch einmal von vorne begannen. Lenas Tochter Edi hat längst aufgehört zu fragen. Sie will mit ihrer Herkunft nichts zu tun haben. Bis Lenas 50. Geburtstag die vier Frauen wieder zusammenbringt und sie erkennen muss, dass sie alle eine Geschichte teilen. Nee, nicht meins, aber ich glaube, dass es ein sehr schönes Buch sein könnte. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich dieses Leseprobenheftchen habe, sowieso in jedes Buch reinlesen. Also wer weiß, vielleicht ändert sich da noch meine Meinung. Wir werden es sehen. Dann kommen wir zu einem Buch, bei dem ich überhaupt nicht weiß, wie man es ausspricht. Identity von Mitu Sangyal. Es sind die 2020er Jahre. Es ist kompliziert und es gibt einen Skandal. Professor Dr. Saravati ist weiß. Schlimmer geht es nicht. Denn Niveditas Professorin für postkoloniale Studies in Düsseldorf war eben noch die Übergöttin aller Debatten über Identität und beschrieb sich als Person of Color. Während das Netz Saravati hetzt, stellt Niveditas ihre intimste Fragen. Sind wir einfach wir selbst oder vor allem Frauen oder Männer, Schwarze oder Weiße? Mit Selbstironie und befreiendem Wissen trifft Mitu Sangyal ins Herz aktueller Identitätsdebatten. Ja, nee. Nicht meins. Mein Lieblingstier heißt Winter. Wieder ein Buch, das mir schon bekannt vorkam, das ich schon mal irgendwo gesehen habe. Ich weiß aber nicht mehr wo, wenn ich ehrlich bin. Der Wiener Tiefkühlprodukte-Lieferant Franz Schlicht soll einen makaberen Wunsch nachkommen. Sein Kunde Dr. Schauer ist fest entschlossen, sich zum Sterben in eine Tiefkühltruhe zu legen. Er beauftragt Franz, den gefrorenen Körper auf einer Lichtung zu verfrachten. Zum vereinbarten Zeitpunkt ist die Tiefkühltruhe jedoch leer und Schlicht begibt sich auf eine höchst ungewöhnliche Suche nach der gefrorenen Leiche. Ganz ehrlich, für mich eins der interessantesten Bücher auf der Liste. Ich finde, es hört sich unglaublich gut an. Es könnte super humorvoll sein, es könnte aber auch unglaublich brutal werden. Also weiß ich überhaupt nicht, was mich da erwartet, aber ich bin unfassbar gespannt. Also ich glaube, das ist tatsächlich eins der Bücher, die ich wahrscheinlich mit als erstes lesen werde, wenn mir die Leseprobe gefällt. Dann haben wir das vorletzte Buch, nämlich Blaue Frau von Antje Ravik Strubel. Adina wuchs im tschechischen Riesengebirge auf und sehnt sich schon als Kind in die Ferne. In Berlin lernt sie eine Fotografin kennen, die ein Praktikum in einem Kulturhaus in der Uckermark vermittelt. Von einem sexuellen Übergriff, den keiner ernst nimmt, unsichtbar gemacht, strandet Adina nach einer Irrfahrt in Helsinki. Im Hotel begegnet sie einem estnischen Professor, Abgeordneter der EU, der sich in sie verliebt. Während er sich für die Menschenrechte stark macht, sucht Adina einen Ausweg aus dem inneren Exil.
Nee, interessiert mich nicht so wirklich. Und auch das letzte, Es ist immer so schön mit dir von Heinz Strunk, ist ein Buch, das ich schon mal gesehen habe, aber das mich auch nicht wirklich interessiert. Er ist Musiker, Mitte 40 und mit seinem glanzlosen Leben eigentlich nicht unzufrieden. Da lernt er Vanessa kennen, Schauspielerin, jung und strahlend schön, und unerklärlicherweise interessiert sie sich für ihn. Sie versucht, ihn zu überreden, es noch einmal zu wagen, und er verliebt sich, verlässt seine Freundin und beginnt eine Affäre. Chaos und Glück werden immer größer, denn Vanessa ist beides für ihn. Doch er kommt nicht los von dieser Frau und ihren Dämonen. Liegt das am Ende gar nicht an Vanessa, sondern an ihm selbst? Ja, das waren die 20 Bücher, die für den Deutschen Buchpreis 2021 nominiert sind. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches der Bücher euch interessiert und wo ihr tatsächlich am Überlegen seid, es euch vielleicht zu kaufen. Wie gesagt, falls ihr Interesse daran habt, dass ich einen weiteren Teil mache, wo ich nochmal über die Bücher spreche, die mich interessieren, nachdem ich in die Leseprobe reingelesen habe. Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, kannst du in alles reinlesen und nochmal so ein bisschen deine Meinung dazu sagen, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ich wollte jetzt trotzdem dieses Video schon drehen, auch wenn ich noch in keins der Bücher reingelesen habe, weil ich euch einfach die Bücher vorstellen wollte und euch so ein bisschen sagen wollte, worum es geht. Und welche Bücher mir persönlich sehr, sehr interessant vorkommen. Falls ihr eins der Bücher schon gelesen habt, könnt ihr mir natürlich auch super gerne dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!